Wir sind zum dritten Mal hier auf der ELEF. ELEF ist da eines der großen Branchentreffs. Man trifft hier eigentlich die Kollegen von anderen Bereichen, auch mögliche Kunden. Es ist ein großes Networking-Event. Wir sind immer jedes Jahr sehr gerne hier und werden auch immer hier sehr gut wahrgenommen. Wir nutzen auch die Präsenz des Standes natürlich, um neue Geschäfte an Land zu ziehen, neue Relationships zu knüpfen. Und das funktioniert hier erfahrungsgemäß sehr gut in diesem Umfeld. Die Highlights sind einmal die Qualität der Vorträge, die sind schon eine Bereicherung. Es sind sehr ausgesuchte Speakers, die hier sprechen. Das macht wirklich Spaß, bringt auch natürlich ein sehr, sehr hohes Niveau an die Besucherschaft, die diese Vorträge natürlich auch genießt. Und insofern sind hier die Gespräche auch sehr, sehr zielführend mit den Kunden, weil das einfach Kunden sind, Fachleute mit ihrer Expertise, die genau wissen, was sie wollen und die wir dann auch entsprechend hier beraten können, sodass das in der Regel zum Erfolg führt. Die großen Trendthemen sind natürlich jetzt das Thema AI, was jetzt neu in die Automobiltechnik reinkommt. Das Thema ADAS ist immer noch, das hat man heute Morgen auch bei der TED-Umfrage gesehen, es kommt etwas langsamer, es wird praktisch immer auf die nächsten 5, 6, 7 Jahre verschoben, bis etwas kommt. Das heißt, das Thema bleibt dadurch länger aktuell, als es vielleicht ursprünglich mal vorgesehen war. Aber das sind so die beiden Themen, die ich jetzt hier hauptsächlich als die Trendthemen ausgemacht habe. Ja, die ELEF ist eine sehr effiziente Netzwerkengruppe und eine sehr gute Möglichkeit, die Firmen darzustellen und die Kunden zu treffen und die Kontaktpflege aufrechtzuerhalten.